mit Susi Brandt. Guten Abend und ein gesundes neues Jahr. Wintersportfreunde, aufgepasst, das neue Jahr kam mit Schnee und Frost und hat die Bedingungen im Harz zwar schlagartig verbessert, dennoch lassen sie weiter zu wünschen übrig. Aber hört, hört, am nächsten Wochenende soll es dann wohl mehr Schnee in den höheren Lagen geben. Das klingt doch toll. Im Flachland beginnt diese erste Januarwoche mit Schnee, Regen und Sturm. Und am Ende der Woche wird es dann richtig knackig kalt. Ja, das könnte natürlich in Kombination eine ziemlich rutschige Angelegenheit werden. Marco Litzenberg und Frank Nowak haben mal geschaut, wie die Straßenmeistereien sich für den bevorstehenden Kälteeinbruch rüsten. Es ist eine Zahl, die erschreckt. Ungefähr 100.000 Menschen in Sachsen-Anhalt sind pflegebedürftig. Fast die Hälfte von ihnen wird zu Hause durch Angehörige betreut. Vor allem sie sollen Nutznießer der neuen Pflegereform sein, die gestern in Kraft getreten ist. Aber auch Heimbewohner profitieren. Was sich alles geändert hat, das hat mein Kollege Frank Nowak zusammengetragen. Anja Bormann ist jetzt bei uns. Sie ist Geschäftsführerin des Landesverbandes der Hauskrankenpflege Sachsen-Anhalt. Guten Abend, Frau Bormann. Schönen guten Abend. Aus Ihrer Sicht, was würden Sie denn sagen? Was muss passieren, damit es wirklich ein Erfolg wird? Wir haben ja gerade gesehen, schon in dem Beitrag, gerade die häusliche Krankenpflege, die wird ja aufgewertet. Das, würden Sie das auch so sehen? Also die Politik sagt es. Würden Sie es als Fachfrau auch so sehen? Ich denke, ja. Was müssen denn jetzt alle, die zu Hause schon gepflegt werden, was müssen die oder die Angehörigen, die sie pflegen, jetzt beachten? Müssen die? Eine Sache regelt dieses Gesetz nicht. Und das finde ich immer besonders traurig. Der sozusagen der Mangel an Fachkräften, der wird nicht geregelt. Ich habe mal nachgeguckt. Allein bis zum Jahr 2025 wird die Zahl der Pflegebedürftigen um 13% steigen. Hat die Politik das auf dem Schirm? Durch die Reform sind einige wenige ja auch schlechter gestellt. Wer ist das und wie soll das vielleicht kompensiert werden? Schlechter gestellt, also gleicht sich das auch wieder aus. Vielen Dank, Frau Bormann. Wenn eine Familie in aller Ingersleben in der Börde einschätzen müsste, wie sie den Neujahrsmorgen erlebt hat, wäre die Antwort wahrscheinlich katastrophal. In ihrem Fachwerkhaus war ein Brand ausgebrochen und obwohl gleich mehrere Feuerwehren anrückten, ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Das einzig Hoffnungsvolle ist eine Welle der Hilfsbereitschaft, die die Familie sofort nach dem Feuer ereilte. Zu einem Großeinsatz musste die Feuerwehr auch heute früh in Bitterfeld ausrücken. Dort waren 240 Autowracks in Flammen aufgegangen. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände einer Autoverwertung. Der entstandene Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Warum das Feuer ausbrach, muss auch hier noch ermittelt werden. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Auch in einem anderen Fall sind Ermittlungen angelaufen. Und damit beginnt der Nachrichtenüberblick von Laura Jahnke. Aber nicht nur Menschen können so etwas Niedliches hervorbringen. Das hier ist noch, geht es gut, schreibt uns Zoochef Kai Perret zu seinem Foto. Wirklich süß. So richtig sauer hingegen waren 150 Aachener noch am Silvesterabend. Die Party, auf die sie alle hingefiebert hatten, im Aachener Schützenhaus, fand einfach nicht statt. Das Geld war bezahlt für die Karten, aber die Türen blieben verschlossen. Holger Puchalla mit der ganzen, wirklich mysteriösen Geschichte. Mein Sportkollege Marco Pahl bekommt heute Studiobesuch und ja, die junge Dame ist so flink auf dem Rad unterwegs, sie würde uns alle nach ein paar Metern liegen lassen, oder? Susi, schon beim Start, ja, glaube mir. Pauline Grabusch ist nämlich gleich bei mir zu Gast, sie ist gerade mal 18 Jahre und Sachsen-Anhalts Top-Talent, ja, auf dem Bahnrad. Die Chefs des Landesfunkhauses Magdeburg haben eine bislang einmalige Aktion gestartet. Zum 25. Jubiläum des MDR wollten sie mit Ihnen persönlich ins Gespräch kommen. Ich habe jetzt auch noch eine Frage, und zwar an unsere Wetterfrau Maira. Wie tobt sich der Winter denn jetzt bitte schön in der ersten Januarwoche aus? Wir wünschen Ihnen einen guten Abend und sehen uns dann morgen wieder, Punkt 19 Uhr. Schönen Abend, tschüss.